Songs. Die kann man gut oder schlecht finden, egal ob Pop, Rap, Hip-Hop oder Schlager. Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Über die sogenannten Malle-Hits, da hat ja jeder so seine eigene Meinung. Einer davon macht jetzt aber ziemlich viel Schlagzeilen. Laila von DJ Robin und Schürze. Weil der Text mit Auszügen wie schöner, jünger, geiler, sexistisch sein soll, soll er nun auf Rummeln oder Kirmessen in Würzburg und Düsseldorf nicht gespielt werden. Es handelt sich nicht um ein Verbot, sondern um eine Empfehlung, versuchen die Behörden zu schlichten. Doch die Diskussion ist nun in vollem Gange und selbst der Bundesjustizminister hat sich eingeschaltet. Die einen finden es toll, andere sexistisch. Laila ist seit Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Es geht um eine Prostituierte, auf dessen Namen die Zeilen schöner, jünger, geiler gereimt sind. Ihm ist der Song zu heiß, dem Düsseldorfer Rheinkirmes-Betreiber Thomas König. Er erteilt Laila im Festzelt Hausverbot. Ja, ich denke, jeder, der diesen Text kennt, weiß, dass er durchaus ein bisschen heikel ist, was jetzt so das weibliche Geschlecht angeht. Auch die Stadt Würzburg hat beschlossen, dass der Ballermann-Hit nicht mehr auf dem städtischen Volksfest gespielt werden darf. Braucht es so ein Verbot? Ehrlicherweise nicht, weil die heutigen Rap-Songs oder Deutschrap auch haben ja auch solche Texte. Sehr spaßig, andererseits ein bisschen zu krasser Text, muss ich schon zugeben. Finde ich traurig, weil der Song ist geil und den sollten wir spielen dürfen. Laila, ein Politikum. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann meldet sich über Twitter zu Wort. Man muss Schlagertexte nicht mögen, man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel. Malle-Star Icke Hüftgold hat Laila produziert. Er versteht die ganze Aufregung nicht. Ja, die Mallorca-Musik lebt ja seit Jahren von anzüglichen Texten. Die sind oft satirisch, humoristisch verpackt. Laila ist auch ein Song, den man nicht zu ernst nehmen sollte. Den nimmt auch von uns keiner wirklich ernst. Und Laila ist nicht der erste Song, über den sich einige aufreden. Der Popularität wird's erfahrungsgemäß sicherlich nicht schaden.